Ja, so. So, meine lieben Freunde. Hallöchen, Puppüchen und damit herzlich willkommen. Ja, folgendermaßen. Zu Horizon Zero Dawn. Ja, endlich habe ich es mal geschafft oder habe es mir mal vorgenommen. Ja, mal so ein Story-Let's Play daraus zu machen. Weil aktuell bin ich ja immer noch ohne Internet und habe extra viel Zeit. Und was heißt ohne Internet? Ich habe zwar so einen mobilen Router, aber Streaming ist nicht. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich mache. Also, was ich mit den Aufnahmen mache. Ich nehme sie erstmal auf, so dass ich das Projekt halt habe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch erstmal ein wenig, ja, Shadowplay ausprobieren. Also irgendwie hatte das gerade ein bisschen Probleme gehabt bei den letzten zwei Malen, vor allem im Streaming. Ich gucke mal, ob das auch bei den Aufnahmen so ist oder sonst was. Das Spiel lädt lange. Das Spiel lädt lange. Ich weiß nicht warum. Es ist auf einer SSD. Ich habe von vorne angefangen. Ich spiele auf normal. Warum nicht auf super schwer oder Dingsbums? Das kann ich euch ganz einfach erzählen. Das liegt einfach daran, dass ich das Spiel erstmal ein wenig, ja, will erstmal gucken, ob das, wie es mit den Aufnahmen ist. Wenn die Aufnahme blöd ist, dann muss ich mir erstmal keine Dingsbums machen, muss ich mir nicht erstmal muss keine Notwendigkeit machen, um Dingsbums hier. Ja. Aloy! Aloy! Gehen gleich mal die Grafikeinstellungen durch und gucken, auf was wir spielen. Ich komme aktuell auf 90 FPS, 90 bis 110, das ist okay. Das Spiel kann nur 120. Das ist soweit okay. Oh, du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh nein. Oh, komm schon. Ja, wir sind ausgestoßen und weil wir mutterlos sind, für die Leute, die mich aufs, für die Leute, ziemlich eng, die mich verfolgen. Aber ich passe durch. Ja, aber ich kann doch noch hier links lang gehen. Oder? Ist es hier einfach eine... Also, es sieht schon geil aus. Warte mal. Nein, nicht Fotomodus. Ja, Fotomodus. Dingsbums. Schwierigkeit auf normal. Wir haben alles auf 100%. Sollte eigentlich auch erstmal ausreichen. Damit ich meine jetzt nicht, dass da großartig Probleme geben wird oder sonst was. Anzeige. Upscaling-Methode ausgewogen. Einfach das NVIDIA DLS ein bisschen... was macht. Sichtfeld ist 90. Einfach. Wir können auch DLS... Warte mal... Können wir auch das nehmen? Warum eigentlich nicht? Wir haben FPS-Limit 120, Aktualisierungsrate 144, klar, V-Sync etc. etc. Und ja, ich glaube, mehr kann ich da auch nicht mitnehmen.
Kann ich hier noch ein bisschen höher gehen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken. Trotzdem komme ich nur auf 140. Na gut, Max FPS sind glaube ich 120. Mehr kann das Spiel halt auch nicht. Sieht aber schon geil aus. Also ist ein ganz anderes Gefühl, als ich das vorher hatte. Das muss eine Arena der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Jetzt hoffe ich nur, dass Shadowplay keine Probleme macht. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Aber er ist nicht hier. Ach, die Aloy ist goldig. Jo, ich wollte so Horizon Zero Dawn eigentlich als Let's Play machen. Dann habe ich es als Stream gemacht. Und als Let's Play hat es mal so funktioniert. Das wird hoffentlich jetzt besser. Da vorne ist irgendwas. Und da müssen wir mal schauen, wie es läuft. Was ist das? Ein Toter. Da glänzt doch etwas. Ich muss mich an die Steuerung umgewöhnen. Forbidden West für die PlayStation. Also ich habe jetzt, ich spiele jetzt Forbidden West nur auf der PlayStation 4. Das hat eine ganz andere Steuerung. Auf jeden Fall ist es eigentlich gar kein schlechtes Projekt zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal ein Let's Play draus, um zumindest die Hauptstory durchzuziehen. Weil es ja schon fast ein Jahr durch ist, als ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. Entschuldigung. Und im Stream bei Forbidden West haben wir ja, wir haben es ja angespielt. Und ja, das ist ja dann auch, es baut ja dann hier drauf auf. Dementsprechend habe ich mir gedacht, könnte ich eigentlich euch nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen mitnehmen, ne? Lichter. Warum eigentlich auch nicht? Wie macht es das? Ja. So, mit dem Fokus können wir jetzt ein paar Sachen scannen. Eine und Metalltür. Ja. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wie geht die nur auf? So, dann müssen wir hier rüber. Mit der kleinen Aloy. Ich fände es ja knuffig, wenn wir mit der ein bisschen, wenn wir mit der kleinen Aloy so ein bisschen spielen könnten. Aber das hat das Spiel ja nicht zugelassen. Das bedeutet, da ist was. Okay. Es hängt mit der Tür zusammen. Ja. So, jetzt geht die Tür auf. Ein Farbwechsel. Ja, wunderbar. Nee, also das Spiel läuft super flüssig. Ich bin echt happy. An der Tür. Bin jetzt mal gespannt. Im Stream lief das ja eigentlich dann auch ganz gut. Nur auf anderen Grafikeinstellungen. Habe ich mir gedacht, ja, kannst du zwar aufnehmen, aber das kannst du ja niemandem zeigen. Also ich werde jetzt diese Dinger jetzt nicht alle durchsetzen, weil erstens, ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Einmal für mich und einmal dann im Stream. Und später, deswegen machen wir das jetzt hier nochmal nur so schnell wie möglich. Hier. Geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. So, dann zwängen wir uns mal durch die Lücke. Die ist jetzt geschlossen. Ja. Ja, Aloy hat es nicht gerade einfach. Das ist leider so. Die ist ausgeschlossen, weil sie halt keine Mutter hat. Und ja, dementsprechend wird die auch so behandelt. Aber das, ja, das ist wie in allen Rollenspielen Klischees so, ne? Warum sind sie hier gestorben?
Also ich werde jetzt, wie gesagt, diese Dinger werde ich jetzt nicht durchpetzen. Ich werde jetzt hier nicht auf Vollständigkeit gehen, ne? Das ist ja klar. Ich will jetzt einfach nur noch mal die Story so ein bisschen durchziehen. Er ist da! Rost hat mich gefunden! Urmutter sei Dank. Aber die Videosequenzen werde ich nicht skippen. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ins Spielzeug. Tja. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Ich glaube, das ist kein Spielzeug. Das ist Schicksal. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Ich hab jetzt mal eine Stoppuhr mitgenommen. So, was für Beeren da hinten? Komm schon, sammle die Beeren. Ja, ist ja gut. Gut, jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Okay. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Normalerweise? Aber was ist schon normal hier? Wir laufen mit dem Fokus rum und können alles sehen. Wir können sogar durch deine Rüstung gucken. Ross ist ein Mensch. Flussabwärts ist eine Maschine. Das ist ein Waschbär. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Spiel sieht schon geil aus, ne? Aloy, eine Maschine kommt. Runter. Und folge mir in das hohe Gras. Ja. Das machen wir. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Ja, also so... Bleib geduckt. Und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Komplett auf die 100 FPS oder 120 dauerhaft komme ich jetzt nicht. Aber so zwischen 80 und 100. Oh, ja, das passt noch schon. Einer. Lass ihn vorbei.
Das sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall. Ja gut, wir spielen wie gesagt auf Ultra, also bessere Qualität geht halt nicht. Aber 144 auf... Komm, hier lang zurück. 144 FPS auf 4K kriegen können, weiß ich nicht. Gehen ist leiser als aufrechtes. Aber nicht mit meiner Grafikkarte. Acht auf ihn. Ich glaube, mein Monitor hat auch nativ nur eine 1080er Auflösung, kann aber theoretisch 4K. Das war der letzte. Weiter geht's. Aber man muss auch an die Datengröße denken. Ne? Also ich habe jetzt auch keine Lust, 200 Terabyte hier auf YouTube hochzuladen. So mal meine... Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Das ist schön. Bleib bei mir. Tarnsymbol zeigt an, wie sichtbar du bist. Okay. Also wie gesagt, wir werden versuchen, so... Diese Schritte, Aloy. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. So, sammeln wir auf jeden Fall Reinholz. Das brauchen wir, um Pfeile herzustellen. Später. Ja, wie gesagt, ich kenne das Spiel ja schon. Nicht in- und auswendig, aber ihr habt ja schon längere Zeit gespielt und siehst du, diese hab das auch schon zweimal durchgespielt. Dementsprechend. Ha, rennt! Warum hast du sie verjagt? Guck mal, wie, um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen. Also als ich jünger war, konnte ich höher springen. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch nicht so viel Gepäck. Wehren. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du okay. Wirst sehen. Dann sammle ich schon mal Steinchen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Mhm. Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Dieses durch die Gegend rollen, ich hab's vermisst. Folgt mir. Ich sammle aber mehr. Glaube ich. Ich weiß nicht. So, das nehmen wir nochmal mit. So, die nehmen wir auch nochmal mit. Das sollte erstmal reichen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen, aber Vorbereitung ist alles. Ja, auf jeden Fall Horizon Zero Dawn. Sehr, sehr schönes Spiel. Finde ich super, dass sie auf PC gebracht haben. Jetzt habe ich ja mittlerweile eine PlayStation. Von daher muss ich auch sagen, ist es mir auch relativ egal aktuell. Werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein. Aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst das hier an der kriegen Kante. Wir hin. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Ich weiß nicht, ob das mit aufgenommen wird, aber Adriano spielt gerade Sims. Na gut, wollen wir mal. Ich würde gerne noch ein paar Steine sammeln, bevor ich die Maschine auseinandernehme, weil ich mir vielleicht später nochmal... Wie man Pfeile macht. Ja, das mit den Steinen fand ich ein bisschen schade, dass sie das in Forbidden West geändert haben, die Steuerung, weil ich habe mich eigentlich super dran gewöhnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich richtig Spaß, so wie es hier läuft. Liegt aber auch vielleicht da dran. Sei aufmerksam, nimm die Zweige als Schaft. Liegt aber vielleicht auch da dran. Als Pfeilspitzen.
dass ich vielleicht auch den... Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Liegt vielleicht auch am Controller. Ich bin es mit einem PlayStation 4 Controller einfach noch nicht gewohnt. Ich bin sowieso immer der, schleichende Zeit Jäger. Für deine erste Beute, Aloy. Ja. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Du nicht. Aber der Fokus... Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Weiter feuern! Super! Das ist meine Beute. Mit mir. Du warst gut heute. Aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge! Der auf den Kriegerpfaden! Komm, Aloy, schnell! Dem müssen wir helfen. Lauf vor, Rost! Schneller! Okay, so, ich muss ganz ehrlich sagen, Ultra-Qualität und allem drum und dran. Schön und gut, aber das Spiel sieht so geil aus. Ich weiß nicht, so Horizon Zero Dawn ist ein richtig schönes Spiel, kann man sich, also ich zumindest, kann mir das immer wieder geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, kennengelernt, zum ersten Mal gesehen habe ich das Spiel, ja, natürlich Funkfernsehen, beziehungsweise generell Werbung, Spielemessen, etc., etc., aber so als Let's Play oder so, oder richtig mal Gameplay, habe ich halt beim Gronkh gesehen. Und hab mir das, wollten wir eigentlich deswegen eine PlayStation 4 holen. War aber nicht ganz so geil. Hat nicht so ganz funktioniert. Und ja, später kam es ja dann auch für PC. Und ja, da habe ich es einmal für mich gespielt, dann im Stream für euch. Und jetzt nochmal für YouTube, zumindest die Hauptstory. Und ja. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Tja, Rost. Glaub einfach an uns. Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Doch. Das hast du uns den Bogen geklaut. Das kriegen wir hin. Mein Steam-Freunde ist die ganze Zeit am Disconnecten. Ja, der mobile Router, den 1&1 mir geschickt hat für den 10 Tage Internetausfall. Ist zwar schön, aber der hat jetzt auch nur 11 Megabyte Downloadrate. Ist aber auch nur mobiles Netz, ne? Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ja. Ich mich vorbeischleichen kann. Okay, wir sehen also hier jetzt die Laufmuster von den Dingern. Dann müssen wir wissen, wo die langlaufen. Sie dürfen mich nicht sehen. So, da lang muss ich. Vorsichtig sein. Die Frage ist, wo muss ich theoretisch lang? Eigentlich gucken, dass ich muss sehen, wo sie hingehen. Das kriegen wir hin. Der ist am Fressen. Das ist ganz gut. Fast geschafft.
ist Hammer. Wunderbar. Ich finde es so schade, dass man nicht mehr 60 FPS aufnehmen kann. Da ist er. Beziehungsweise aufnehmen vielleicht. Das würde ich sogar noch mit ein bisschen Selbstskripten hinkriegen. Aber ja, YouTube unterstützt es halt nicht. Oh. Was? Komm mit. Und verhalte dich ruhig. Folge mir. So, jetzt erstmal schnell ins hohe Gras. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Okay, der hat noch einen kleinen Weg vor sich. Dann könnten wir eigentlich hier lang. Der weg ist. Ja gut, die wissen ja nicht, dass wir hier relativ gut durchkommen. Also ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter, beschütze sie. Beschütze euch beide. Ich habe jetzt vergessen, den Timer zu stellen. Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Kleine Protzkuh. Ja, darf's auch. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Dieser Drecksack. Tja, Entscheidung. Ja, ich will das Herz, weil ich mir denke, wir sind größer als das. Stopp! Da müssen wir... Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist es nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Das kriegen wir hin. Es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm.
Ach ja, die Aloy. Er ist eine frohe Seele. Ja. Das war die Trainingssektion. Und jetzt sind wir erwachsen und haben hoffentlich einiges drauf. Ich hoff's. Wenn nicht. Rost! Rost! Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Er sieht ihm gar nicht ähnlich. Ja, wollen wir mal. Stufe 3 erreicht. Ja, wir können was herstellen. Können was modifizieren, aber wir haben ja noch nichts. Munition. Ja, dafür brauchen wir erstmal Stuff. Wir haben Fähigkeiten. Beim stiller Schlag ist vielleicht gar nicht schlecht. Den nehme ich mal mit. Krieger, kritischer Treffer. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Ja. Konzentration ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Nehme ich erstmal das. Ah, wir haben ja 3. Dann würde ich nämlich Heiler machen. Nein! Mist, ich wollte eigentlich Finder machen. Mist, egal. Machen wir mal eine Schnellspeicherung. Müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Das ist ja alles auf einer SSD drauf. Ja. Wie gesagt, wir spielen auf normal. Ich hätte normalerweise gesagt, leicht... Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Ich hätte gesagt, leicht und so ein Stuff, aber... Das ist mir dann doch zu leicht. Was macht er hier oben? Normalerweise schwer wäre kein Thema. Ja, sehr schwer auch nicht. Haben wir ja im Stream gemacht. Was ist mit ihm los? Aber ich will ja relativ schnell hier mal durchpetzen. Weil ich mich auf Forbidden West konzentrieren will. Aloy. Ich werde auch gleich mal einen Cut machen. Hier. Um die Aufnahmen zu überprüfen. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet, oder du stirbst.
Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grater könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grater folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Mhm. Wenn du meinst. Ja, das passt schon. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Also, ja, Grater wird jetzt von mir aus nicht groß was bekommen. Fuchs! So, wir brauchen halt ein paar Sachen leider. Für die Tierliebhaber unter euch. Ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Loh von Läufern. Falsche üben für eine Stolperfalle. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Ah, ich habe keine Metallscherben. Dass ich eine Entschuldigung gebe. So, nehmen wir mal alles mit, was wir so kriegen können. So, das lief doch schon mal ganz gut. So, wir müssen jagen und um eine Stolperfalle feilschen. Okay. Tiere nehme ich halt mit auf dem Weg. Ne? Ich brauche jetzt nicht unbedingt alles fertig aufgerüstet. Müssen wir mal gucken. Also, wenn mich das Spiel jetzt fasst und ich halt wieder voll Bock habe, dann natürlich ziehe ich es so lange wie es geht. Ich werde es so machen. Ich werde gucken, ob ich... Ja, ob ich gegebenenfalls, wie ich das mit den Erweiterungen mache. Frozen Wilds und so ein Kram. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ob ich ist. Das als Let's Play mache. Viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Sammle Lohn von Läufern und sammle Metallscherben von Maschinen und falsch um eine Stolperfalle. Das ist jetzt die Frage. Rede mit Cast, um eine Stolperfalle zu bekommen. Okay, dann machen wir das erstmal. Und ja. Ach ja, bei Hardcore, das waren noch Zeiten, wo ich fast keinen Schaden gemacht habe. Hallo, ich wollte doch... Ja. So. Ja, eigentlich würde ich den Leuten ja schon gerne helfen, weil ich bin halt... Das wird mir noch weiterhelfen. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Lagerfeuer dahin. Dann will ich mal speichern und dann beende ich mal die Aufnahme und check mir den ganzen Shit mal rein. Und dann lasse ich beim nächsten Mal auch mal eine Stoppuhr laufen, weil dann weiß ich nämlich, wie lange ich wirklich aufgenommen habe. Also dann, macht's gut, Leute. Tschüss.